Liebe Abby. Siehst du, was du getan hast, Abby? Siehst du, was du getan hast? Um 8 Uhr bin ich aufgewacht und sah, wie du verzweifelt deine Taschen gepackt hast. Zuerst war ich verwirrt, aber dann verstand ich. Du verliest mich. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Wie konntest du mir das antun, Abby? Du warst das Einzige, was ich in meinem Leben wollte. Ich hatte nichts, wofür es sich zu leben lohnte. Aber als wir uns das erste Mal trafen, sah ich hier einen Schimmer Hoffnung. Ich dachte, dass ich endlich einen Grund hatte, am Morgen aufzustehen und mit meinem beschissenen Leben weiterzumachen. Und du kamst und warfst alles weg. Wie konntest du mir das antun, Abby? Ein paar Sekunden, nachdem du dein Zimmer verlassen hast, kam ich aus meinem Versteck hervor und bin dir gefolgt. Ich sah dich deine Taschen ins Auto werfen, dich hineinsetzen und dieses anlassen. Ich würde dich aber nicht entkommen lassen, Abby. Ich würde das niemals zulassen. Ich rannte so schnell ich konnte zu deinem Auto, schmetterte das Fenster ein und zog dich heraus. Hast du wirklich gedacht, du könntest mir entkommen, Abby? Ich musste dir an deinen Kopf schlagen, um dich bewusstlos zu bekommen. Du hast einfach zu viel Lärm gemacht. Jemand anderes. Jemand, der nicht verstanden hätte, hätte uns gesehen und alles ruinieren können. Nun, ich hatte einen Plan dafür, solltest du so reagieren. Ich fuhr zu den Garagenlagern am Rand der Stadt, wo ich einen Platz reserviert hatte, am Tag, als ich bei dir eingezogen bin. Ich fuhr dahin, schloss es auf, packte dich und schleppte dich mit mir hinein. Es dauerte nur ein paar Minuten, somit warst du immer noch bewusstlos. Ich ging sicher, deine Taschen zu leeren, sodass du kein Handy bei dir hattest. Am Ende des kleinen Raumes setzte ich dich ab und dann ließ ich die Tür hinunter. Ich rief den Besitzer des Lagers an und erzählte ihm, dass ich meinen Platz besucht hatte und vergaß abzuschließen und bat ihn, ob er es für mich tun könne. Natürlich sagte er ja und ich legte auf. Dann warf ich das Handy auf den Boden und stampfte so lange darauf, bis es nicht mehr funktionierte. Kurze Zeit später hörte ich den Besitzer ankommen und die Tür abschließen. Ungefähr eine Stunde später sah ich, wie du langsam wach wurdest. Zuerst hörte ich ein entferntes Knurren. Dann sah ich, wie sich dein Bein anfing zu bewegen. Kurz danach warst du komplett wach. Als du mein Gesicht sahst, fingst du an zu schreien, was sich dann aber zu einem Heulen und schließlich zu einem Winseln verwandelte. In diesem Moment sahst du das andere etwas, welches ich mit in den Raum brachte. Mein Messer. Es war offensichtlich, warum es da war. Und nach 1-2 Sekunden sprangst du auf und schnapptest danach. Ich sah dir todernst in die Augen und sagte, Abby, ich liebe dich. Und dann fühlte ich einen reißenden Schmerz in meiner Seite. Ich fühlte, wie du das Messer herauszogst und wieder heftig hineinstachst. Jedes Mal fühlte es sich wie Feuer an, als du es in mich hineinschobst. Ich fiel zu Boden, lachend und bluthustend. Ich sah, wie du zitternd zurückgestolpert bist und dich wieder in die Ecke setztest. Und jetzt sitze ich hier, in einer Pfütze meines eigenen Blutes, während ich das hier schreibe. Ich frage mich, wie du von uns gehen wirst. Wirst du das Messer benutzen, um dein eigenes Leben zu nehmen? Oder wirst du den Hunger dich aufzehren lassen? Jedenfalls
werden wir im Tod vereint sein, Abby. Zusammen, von dem Tag an, dem ich dich sah, bis zu dem Tag, an dem wir beide starben. So, wie ich es wollte. Während du da sitzt und weinst, sehe ich, dass du zur selben Erkenntnis gekommen bist. Abby, das ist alles, was ich jemals wollte. Und dafür habe ich dir zu danken. In Liebe, Jay.